Hallo ihr Lieben, ich möchte euch ein paar Neuheiten von Chameleon Company zeigen. Also die Sachen gibt es jetzt schon eine Weile, aber ich habe sie eben erst jetzt bekommen. Und zwar sind das hier einmal diese drei neuen Pinsel. Das sind zwei Fineliner, ein längerer, ein etwas kürzerer und einmal ein 3D-Pinsel. Die mache ich jetzt aber nicht auf, weil ich habe dazu auch noch hier dieses 3D-Gel bekommen und da möchte ich mit euch einen Live-Test machen. Das kommt in einem separaten Video. Jetzt geht es wirklich hier um diesen Glitzerstaub, Metallic Glitzerstaub. Das sind alle 5 Sets, die es gibt. Und ich habe die hier schon aufgemacht. In einem Set sind immer 4 Stück drin. Also das ist Set 1, Set 2 und so weiter. Ne? Ich zeige euch die jetzt einmal aus der Nähe. Moment. Ich hoffe, die Cam kann es wenigstens ein bisschen einfangen. Tollen Effekt. So, das Ganze wird ja, also ihr macht einen Nagel fertig mit Aufbau, also Haftgel, Aufbau, befeilen und feilt ihn richtig schön glatt, also am besten auch noch richtig schön glatt buffern. Dann tragt ihr ein Farbgel auf und am besten eins, was in einer dünnen Schicht, höchstens in 2 dünnen Schichten deckt, weil wenn das so dick ist und uneben, dann das sieht man halt, weil das eben so fein und dünn ist. Ich habe es hier schon mal gemacht, um es euch zu zeigen. Und zwar habe ich da ein dunkles Pink drunter gegeben, unter das Rot. Und so sieht das dann eben halt aus. Das ist echt mega. Das ist richtig Chrom-Effekt. Mit feinem Glitzer drin, würde ich sagen. Richtig genial. Das habe ich eben mit diesem hier gemacht. Ich zeige euch das jetzt aber nochmal schnell bei einem. Und zwar, ich habe im Moment leider nur diese Tipps, obwohl die kann man ganz gut festhalten. Ich habe hier blau aufgetragen. Ja. Nehme mir jetzt hier den blauen Glitzerstaub. Ich lege mir da immer ein Blatt drunter. Es gab ja auch schon mal so Diskussionen von wegen, da ist zu wenig drin und so. Finde ich nicht, weil man braucht davon wirklich nur ganz, ganz wenig. Und wenn man sich ein Blatt drunter legt, kann man das super wieder auffangen. Zeige ich euch gleich auch. Und wenn man sich von anderen Firmen mal anguckt, was Vergleichbares kostet, dann kann man sich da echt nicht beschweren. Das ist meine Meinung dazu. So, dann nehme ich mir das hier mit meinem Pro-Pusher und streue mir das drüber. Überschuss klopfe ich ab. Am Rand fehlt mir noch ein bisschen was. So. Hat jetzt schon einen super Effekt. Aber ich mache das jetzt so. Das könnt ihr natürlich auch mit Handschuhen machen, dass ich das in kreisenden Bewegungen schön in die Schwitzschicht einmassiere. Dann wird der Effekt noch mal viel, viel stärker. So. Das versiegele ich jetzt. So. Dann klappe ich mir hier den... Ja, das ist natürlich typisch ich. Oje, Mini. Naja, das versuche ich gleich nochmal. Normalerweise füllt man es dann einfach so wieder rein, ja? Wenn man nicht gerade so ein riesen Tollpatsch ist wie ich. Ich versuche das gleich nochmal aufzusammeln da. Aber erstmal zeige ich euch hier das Endergebnis. Also ich finde es mega, wirklich. Richtig chrom mit so ganz feinem Glitzer drin. Das ist mega, wirklich. So, ich habe ja jetzt hier diese 5 Sets von Marlenas, von der lieben Marlena zur Verfügung gestellt bekommen. Und damit ihr auch was davon habt, habe ich mir überlegt, ich verlose ein Set. Also ein Set mit so 4 Döschen. Verlose ich an euch und natürlich jetzt nicht das, was mir umgekippt ist. Dafür braucht ihr auch gar nicht viel machen. Einfach, ihr müsst Abonnent von mir sein und einmal unter dem Video kommentieren, dass ihr es haben wollt. Und dann lose ich das aus. Ich hoffe, ihr freut euch da ein bisschen drüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!